Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert, kommentiert, lasst einen Daumen nach oben da und besucht mich auf Instagram und Twitter. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal zu einem neuen Video. Und gestern Nacht war Super Bowl und obwohl ich mich nicht für Football interessiere, ist es natürlich immer eine spannende Nacht im Jahr, weil die großen Filmstudios ihre Blockbuster-Trailer dort veröffentlichten. Dieses Jahr hatte ich nicht allzu großes Interesse, weil der Fast and Furious-Trailer und auch der Black Widow-Trailer wurden vorher veröffentlicht, aber Marvel und Disney haben uns überrascht mit einem kleinen Sneak Peek zu den Marvel-Serien auf Disney+. Und ich bin sehr gespannt, was wir dort zu sehen werden und ich würde sagen, wir schauen einmal mal gemeinsam dort rein. Wanda, welcome home. Vision Residence. I'm gonna burn this place to the ground. Okay, das war sehr kurz, das schauen wir uns gleich nochmal an. Da ist nämlich sehr viel passiert. Wanda, welcome home. Vision Residence. Oh, das wird spannend. Auf die Serie bin ich echt gespannt. I'm gonna burn this place to the ground. Okay. Da ist wirklich, wirklich einiges, über das wir sprechen können. Ist natürlich sehr kurz und nur ein wirklicher Sneak Peek auf das, was Ende des Jahres auf uns zukommt. Aber wir fangen mal an. Wir sehen am Anfang Sam, wie er mit dem Schild probt. So scheint es. Ich habe eher das Gefühl, dadurch, dass es halt auch so im Baum steckt, dass er nicht damit trainiert, weil wir sehen hier jetzt auch noch gar keinen Schlitz im Baum, sondern es hat eher das Gefühl, als würde er das Schild wegwerfen, als hätte er keine Lust auf diese Bürde. Das Schild macht ihm nur Probleme. Und hier holt er es dann wieder raus, weil er sich darüber ärgert, wie er damit umgegangen ist, nachdem Steve ihm das vermacht hat. Das ist auch nur eine Theorie, ne? Auch eine geile Sequenz. Ich muss sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, sieht halt echt aus wie die Filme. Also sie werden diese Filmästhetik definitiv einfach beibehalten, die Qualität, und das auf Serie schrumpfen. Das sieht aus, als würden sie Falcon hier in so einem Canyon verfolgen. Hier ist auch cool, dieses im Flug umdrehen und schießen. Ziemlich gut gemacht. Wobei das auch irgendwie aussieht, als würde das der Erste machen. Aber das ist natürlich auch alles clever zusammengeschnitten. Dann sehen wir hier Falcon nochmal in seinem Standard-Outfit, wie er hinterherfliegt oder vor denen abhaut. Auch eine sehr geile Einstellung, finde ich, weil ich mag die kurzen Haare an Sebastian Stan wesentlich lieber. Und ich finde, das erinnert mich auch wesentlich mehr an den Winter Soldier, die kurzen Haare. Das mit den langen Haaren war okay, aber das ist schon fast schon mehr Comic-akkurat. Und im Gegenschuss Daniel Brühl als Baron Zemo hier schon mit dem Fellkragen und dem lila Pullover darunter. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, was er mit der Rolle noch macht. Vision ist wieder da, zumindest lässt man uns in dem Glauben, nachdem er in Infinity War ja gestorben ist. Und hier habe ich das Gefühl, ja, dass es wirklich eine abgefahrene Serie werden wird, in der sich vermutlich Scarlet Witch irgendwie nicht mit dem Tod von Vision anfreunden kann und anfängt, die Realität zu verändern, indem sie durch mehrere Sitcom-Episoden steuert, was aber alles nicht der kompletten Realität entspricht. Sie kann ja die Realität verändern und Kevin Feige hat schon gesagt, wir werden die richtige Scarlet Witch kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die House of M-Route gehen, nur umgekehrt. In House of M hat Scarlet Witch alle Mutanten verschwinden lassen auf der Welt und ich könnte mir vorstellen, dass sie nutzen, um die Mutanten im MCU einzuführen. Oh, gerade genau richtig getroffen. Interessante Einstellung, das originale Scarlet Witch-Kostüm. Eher in so einer Art Halloween-Variante, weil das ist natürlich kein ernstzunehmendes Kostüm für eine Figur im MCU. Aber dass sie es einbinden, zeigt auf jeden Fall, dass dort einiges im Argen liegt bei ihr. Wir sehen ja hier zwischendurch auch noch
Das ist so ein bisschen 70er, ne? Erinnert so ein bisschen an die wilden 70er vom Look. Dann haben wir hier einmal, das ist wahrscheinlich Neuzeit. Neuzeit innerhalb eines schwarz-weißen Sitcoms. Das erinnert so an Roseanne, finde ich. 80er, 90er. Genau, und das ist sozusagen die 50er, 60er Geschichte. Da bin ich echt gespannt. Ja, hier sieht man es auch. Oh, ist sie schwanger? Sie hat hier auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Babybauch. Das kann mir keiner erzählen. Ja. Ja, doch, das heißt, sie wird schwanger und dann durchlaufen die ganzen Sitcom-Dekaden. Hier ist es ja auch im Fernseher drin und hier ist sie dann wieder in der Realität und sie bewegt ihn. Das heißt, sie erschafft sich sozusagen eine Sitcom-Realität mit Vision. Auch ein interessanter Schuss. Man könnte vermuten, Captain America ist zurück, deswegen sehen wir ihn auch nur von hinten. Aber wir sehen hier das Logo mit das A mit den Flügeln und hier auch, das ist US Agent. Wir haben das erste Bild von ihm im Kostüm schon auf Twitter gesehen. Er hat hier auch ein Schild. Ist die Frage, ob das das gleiche Schild ist, was Sam auch hat, oder ob das ein neues Schild ist. US Agent ist so ein Captain America-Ersatz, der definitiv korrupter, brutaler ist. Also er ist halt nicht, er vertritt nicht so wirklich die Werte von Captain America, aber genau kenne ich mich mit der Figur jetzt auch nicht aus. Ich werde nochmal das Twitter-Bild posten und auch ein Comic-Bild, dann könnt ihr euch selber davon überzeugen und vielleicht auch mal kurz nachlesen, was es mit ihm auf sich hat. Okay, die beiden kennen wir. Auch ein super interessantes Bild, weil ich eben gesagt habe, der Babybauch. Zwei Krippen, vermutlich für Wiccan und Speed, die beiden Kinder von Scarlet Witch und Vision. Interessant, welche Dekade das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie alle unter einem Dach. Mit der Treppe und mit dem Look, definitiv das Modernere, vielleicht auch Full House. Ich meine, sie ist ja eine der Olsen-Schwestern. Ich bin sehr gespannt, was sie machen. Wenn sie die beiden Kinder einführen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch New Avengers irgendwann bringen. Und dass das vielleicht die Route ist, mit der man die Avengers-Filme macht, dass jemand wie Captain Marvel oder wer auch immer ein Team leitet von Teenagern, die als Avengers. Mal abwarten. Dann sehen wir hier noch, dass verschiedene Loki-Logos gezeigt werden. Und dann am Ende natürlich Tom Hiddleston in seiner großen Rolle als Thors Bruder. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil er ist jetzt ja schon mehr oder weniger fast zweimal oder dreimal gestorben im MCU. Und wir haben ja immer das Problem, dass die Helden nicht tot bleiben wollen. Allerdings ist es auch eine alternative Realität und es wäre eine Verschwendung, Tom Hiddleston in dieser Rolle nicht noch so lange weiter zu benutzen wie möglich. Ja, weiß ich nicht. Wenn er keine großen Auswirkungen auf das MCU hat, bin ich, glaube ich, okay damit, dass man ihn wieder zurückholt und er in alternativen Realitäten seinen Unfug treibt, ähnlich wie Doctor Who. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich mag die Art und Weise, wie es aussieht. Die Qualität scheint zu stimmen, was die Ästhetik angeht. Wenn jetzt noch die Drehbücher alle in Ordnung sind und das spannende Kurzgeschichten werden, glaube ich, hat Marvel hier auf Disney Plus eine sehr gute Heimat gefunden. Abseits der Filme, wenn man so ein bisschen von diesen Blockbustern müde ist. Ich bin sehr gespannt, werde auf jeden Fall reinschalten. Was haltet ihr von dem kurzen Ausblick und den Möglichkeiten, die es dort jetzt zu sehen gab? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.